Ja, in diesem Video zeigen wir, wie wir Kisten gebaut haben für Island und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Okay, das ist jetzt eine recht spannende Zeit gerade bei uns im Moment in der Vorbereitung auf Island und wir haben da einiges ja, bewegt jetzt und unsere Kisten gebaut, das Ganze noch verfrachtet und verschickt jetzt nach Island und wie wir das Ganze jetzt angestellt haben, das siehst du in diesem Video. So, Tag Nummer 2. Anscheinend haben wir uns das richtige Wetter ausgesucht hier für die Aktion. Es schüttet und ja, wir sind hier schön im Trockenen. Ich habe mir hier eine kleine Werkstatt eingerichtet. Alles von Metabo. Und ja, mit der Tischkreissäge bin ich begeistert hier. Das ist gestern das erste Mal gearbeitet. Super toll, wie schnell man die aufgebaut hat. Ist eigentlich echt eine coole Sache. Also heute geht's weiter, Kisten bauen für Island. Let's go! Ja, schönen Gruß aus dem Sägewerk. Jetzt geht's weiter. Das mit den letzten zwei Kisten mit den Coils, da hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und ja, jetzt haben wir noch Kleinmaterial jede Menge. Haften. Ja, an der Stelle nochmal ein recht herzliches Dankeschön auch noch an die Firma Kling. Wir haben hier jede Menge Schiebehaften auch noch.
bekommen und die Firma Klinge unterstützt uns mit den Haften für das Projekt Island. Ja, Festhaften, Schiebehaften, das ist schon einiges, wo wir dafür bauen müssen, sind schon ein paar tausend. Und ja, jetzt müssen wir natürlich auch noch einen Platz finden. Was wir natürlich auch noch brauchen, das sind die ganzen Bleche. Die Luisa ist heute hier in der Werkstatt und wird die ganzen Profile richten, die wir nachher auch noch in die Kisten verpacken müssen. Ja, da gibt es auch noch einiges zu tun. Natürlich dann auch gespannt, ob das Ganze dann auch heil in Island ankommen wird. Ist für uns ein großes Abenteuer, natürlich auch irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man seine halbe Werkstatt praktisch in so Kisten reinsteckt und dann irgendwo nach Übersee verschifft. Aber irgendwie auch eine tolle Sache, wenn man dann merkt, wie das Ganze dann so langsam Formen annimmt und wie es dann auch schlussendlich dann losgeht. Ist für uns jetzt hier der Startschuss gewesen mit dem ganzen Vorbereitung, mit der ganzen Vorbereitung mit dem Kistenbau und so weiter. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich auch aufs Projekt. Wer noch genauer wissen möchte, was wir alles in Island machen, der schaut sich das letzte Video an, die Spengler TV News. Da haben wir nochmal ein bisschen ausführlicher über das ganze Projekt berichtet. Das war jetzt die Box, die wahrscheinlich am meisten für Aufregung gesorgt hat. Da ist unser ganzes Werkzeug drin. Ja, viele Einzelteile und ich hoffe, wir haben an alles gedacht und alles dabei. Wahrscheinlich haben wir so oder so viel zu viel dabei, aber jetzt haben wir es auf jeden Fall mal zusammen und Deckel drauf, zu und dann geht's ab nach Island. Also ich bin jetzt gerade froh, dass ich noch ein bisschen durchatmen kann und ein bisschen Pause habe. Das war jetzt doch sehr viel, also mein Kopf ist irgendwie explodiert, habe ich so den Eindruck gehabt, dass es war jede Menge Zeug, an das man denken musste. Organisieren und Listen nachbearbeiten und aufarbeiten und unserem Bauherrn auch zur Verfügung stellen. Das war jede Menge Arbeit und hat aber Spaß gemacht, war auch mal eine coole Erfahrung. War dann recht spannend, wo man das Ganze natürlich noch zur Spedition oder auf die Spedition verladen hat, damit das Ganze dann per Seefracht dann schlussendlich auch nach Island kommt. Und ja, schon eine spannende Sache. Und so ein tiefes Durchatmen jetzt gerade im Moment, was die ganze Organisation betrifft. Und bei uns läuft es jetzt noch ein paar Tage weiter. Wir haben es eigentlich so geplant, dass es auch etwas ruhiger wird dann.
von unseren Projekten gerade kurz vor dem Island-Projekt, damit wir noch mal ein bisschen durchatmen können und dann nicht auf dem Zahnfleisch auf der Baustelle dann in Island ankommen. Hat alles sehr gut geklappt, mit dem passenden Werkzeug natürlich auch. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann bleib auch weiter dran. Es werden noch ein paar Videos kommen zum Projekt Island. Gib uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal hier auch auf YouTube, drück auch die Glocke und verpasst kein Video mehr. Und ich wünsche dir alles Gute, Meisterburg für Spengel TV. Ja, ganz besonders toll haben mir persönlich auch die Maschinen jetzt von Metabo gefallen. Die haben jetzt mich jetzt hier nochmal mehr überzeugt. Also es war ja wirklich viel an Tätigkeiten, die eigentlich mehr in den Bereich Zimmerei oder Schreinerarbeiten gehen oder wie auch immer. Ja, und an der Stelle auch nochmal einen ganz recht herzlichen Dank an die Firma Metabo, die das ganze Projekt hier unterstützt hat, die uns diese Tischkreissäge, die TS 254 zur Verfügung gestellt hat und das Projekt Island ist bei uns hier praktisch mit unterstützt. Ich war auch ehrlich gesagt ganz froh drum, dass wir die Kisten selber gebaut haben. Wir haben schon überlegt gehabt, ob wir das Ganze vielleicht unserem Zimmerer übergeben, der uns dann die Kisten baut. Aber der hat dementsprechend jetzt auch gerade viel zu tun. Und man hätte das Ganze ja dann wirklich auch sehr genau rausschreiben müssen von den Abmessungen her. Und während dem Richten in der Werkstatt haben wir dann praktisch auch gemerkt, was alles in die Kisten rein muss. Und dementsprechend haben wir dann die Kistengröße dann nochmal geändert. Und auch ein bisschen angepasst. Das war sehr hilfreich und konnten dann dementsprechend auch schnell reagieren mit den Kistenabmessungen. Also wir haben praktisch, so wie das aus der Werkstatt rauskam, immer vorbereitet, abgemessen, wie die Profile groß sind. Und dann hat man es auch dementsprechend schnell darauf reagieren können und hat dementsprechend dann die Kisten gebaut.